Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind zurück bei Zelda A Link Between Worlds und ja, wir haben wahrscheinlich nur noch einen einzigen kleinen Zwischenboss auf dem Weg mit der... Was ist denn jetzt hier passiert? Ach. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Wenn ich das Licht anmache, dann sind die Wege weg. Aber die Türen, also die Tore sind quasi offen. Okay, das heißt, ich muss mich hier... Das ist jetzt wirklich das Arctos-Superspiel. Ich weiß, ich habe das... Irgendwie ist das in letzter Zeit sehr oft in meinen Videos drangekommen, aber... Aus irgendeinem unerfindlichen Grund, ja, passt es irgendwie. Es passt. Es ist das Arctos-Superspiel. Ohne Spaß. Ihr seht es ja. Ja, weil so komme ich hier nämlich nicht weiter. Genau, ich muss das anmachen. Und mir dann den Weg merken. Nein. Das war so dumm. So, okay. Also wenn ich da hingehe, da ist da eine Wand und hier... Oh nein! Den habe ich nicht gesehen. Der Raum scheint ein wenig einfacher vom Aufwand zu sein wie der davor. Aber der scheint ein bisschen mysteriöser zu sein. Ich brauche die Kiste. So, da ist ein relativ schmaler Weg. Merken wir uns. Hier relativ weit... Da gehen. Ja. Was hätte ich da jetzt machen sollen? Die scheiß Fledermaus, ey. Hab ich halt nicht getroffen, ne? Woher soll ich denn jetzt wissen, wo der Weg ist? Ah, nach oben. Und da ist die Kiste. Okay. Aber wo nach oben? Dann Anhaltspunkt? Da ist irgendwas. Irgendwas ist da auf dem Weg. Warum bin ich jetzt runtergefallen? Ach du Scheiße. Das ist mega schwierig. Ja, okay. Aber wir haben jetzt schon den kleinen Schlüssel. Ja, das ist, wie gesagt, vom Aufwand her viel einfacher gerade, ne? Aber... ja, wobei so richtig schwierig war es jetzt halt auch nicht. Das kannst du schlicht und ergreifend auch nicht sagen. Ich hätte gerne noch ein Herz oder 2, 3, 5, aber ist mir nicht vergönnt, egal. Dann gehen wir mal nach oben und schauen mal, was da auf uns wartet. Ach du Scheiße. Ist das der Boss? Ach nee. Oh, gegen den verliere ich. Gegen den verliere ich. Ich weiß nicht, wie ich solche Dinger besiegen soll. Ich habe nur noch 2 Feen jetzt. Oh nein, ich verliere. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Einfach drauf und ihn hauen? Geht auch nicht. Guck mal, guck's dir an. 2 Treffer, ich bin down. Ich könnte Bomben auf den werfen. Oder der Feuerstab. Vielleicht bringt das Wasser nicht hier Licht an. Kann ich hier Licht anmachen? Nee, sieht nicht so aus. Ja, ich probiere mal Bomben auf ihn zu werfen. Bomberman, der größte Held in deiner... Wow, Welt! Nein! Ja, ich treffe ihn auf jeden Fall mit den Bomben. Ja, das ist doch eigentlich eine ganz gute Taktik. Ja! War's das? Mega, mega, mega gut. Das war's sogar. Ich habe überlebt. Das freut mich. Oh, ich habe die Monsterherzen voll. Vielleicht sollte ich mir echt mal einen Trank davon holen. Die Feen retten dich zwar, aber...
Die machen dir halt nicht so viele Herzen. Oh, hier sind Herzen an der Wand. Kann ich mir hiermit alles auffüllen? Komplett? Oder wie schaut es aus? Nee, das war schon wieder, oder was? Nee, da sind noch ein paar... da waren drei Herzen. Herzen? Schade. Gut. Dann geht jetzt wahrscheinlich die Tür auf. Jetzt die große Frage, gehen wir da jetzt mal rein, gucken? Einfach mal so ganz blöd? Oder equippen wir uns vorher noch mit Feen und vielleicht einem Trank? Ich weiß nicht so genau. Lass mich in Frieden, ey. Oh, ein Herz. Oh, noch ein Herz. Ich glaube, wir gehen einfach mal rein und gucken. Aber wenn der jetzt die Riesen-Story anfängt, dann ist das auch ein bisschen scheiße. Wobei, auf der anderen Seite, warum? Warum sollte das scheiße sein? Ne, komm, wir gehen mal rein. Und gucken mal, was so abgeht. Oh doch, das sieht sehr nach Yuga aus. Oh. Ich kann in die normale Welt. Hier ist ein Riss. Was bringt mir das? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Feen! Ah! Potzblitz! Wie viele Flaschen habe ich frei? Noch zwei. Dann reichen die aber nicht. Oder ich könnte nochmal zurück in die Dunkelwelt, nach Lowruhe. Und dann nochmal zurück, dann sind wahrscheinlich die Feen wieder da, oder? Weil ich würde ja dann schon ganz gerne mein Leben komplett auffüllen. Ich meine, wenn wir hier jetzt zu Yuga kommen, dann wäre das eventuell sinnvoll. Auch wenn es ein bisschen nervig ist, immer durch die Portale durchzulaufen, wie so ein Vollspast. Es bringt was. Okay. Und was muss ich jetzt machen? Kann ich die Tür öffnen? Entschuldigen Sie. Was muss ich jetzt hier machen? Hä? Hier muss es doch irgendwie weitergehen. Entschuldigung. Held weiß nicht genau, wie es weitergeht. Ist es doch nur für die Feen? Aber wie geht's denn in der Dunkelwelt weiter? Weiß ich nicht. Das stellt mir... Ach, hier ist noch eine Tür. Ah, zum Glück habe ich die nicht gesehen. Wow, Alter. Wir sind echt angekommen. Im Heldenmodus, blind, Alter. Das ist der Wahnsinn. Und ich spüre die Macht des Finals. Des Finales. Alter, Falter, ey. Wer hätte damit gerechnet, dass ich tatsächlich irgendwann hier hinkomme? Ich nicht. Das kann ich euch sagen. Ich habe damit nicht gerechnet. Wir sind im Thronsaal. Kollege, bist du da? Hilda? Ich bin froh, dass du gekommen bist. Du hast das Triforce des Mutes errungen, nicht wahr? Was passiert jetzt? Wow, Alter. Gänsehaut-Feeling. Wow. Wow. Hilda. Du siehst gut aus. Aber irgendwie habe ich Angst vor dir. Lass mich dir ein wenig von diesem Reich erzählen. In Lowruhe gab es einst ein goldenes Dreieck, das dem, der es berührt, seinen sehnlichsten Wunsch erfüllte. Man nannte es das Triforce. Jeder wollte diese Macht besitzen. Kriege wurden geführt und verwüsteten unser Reich. Dies grämte meine königlichen Vorfahren und so zerstörten sie den Auslöser des Kriegs, das Triforce.
Aber stellte sich heraus, dass das ein großer Fehler war. Das Triforce enthält die Macht der Götter. Auf ihm ruht die Welt. Ohne diesen Pfeiler drohte Lorul der Untergang. Unsere Welt braucht das Triforce. Eines Tages erfuhren wir von der Existenz eines weiteren Triforce in einer anderen Welt. Kraft, Weisheit und Mut. Ich habe dich angeleitet, um an das Triforce des Mutes zu gelangen. Ich bin die Königin dieses Reiches. Es ist meine Aufgabe, den Fehler meiner Ahnen ungeschehen zu machen, und du wirst mir dabei helfen. Du wirst uns das Triforce des Mutes geben. Oh, sie war wirklich echt eine schöne Frau. Wow. Aber ich wusste, dass das passiert. Sie hat einfach irgendwann... Alter. Yuga, nimm ihm das Triforce des Mutes ab. Bist du bekloppt? Nur so kann Lorul neu erstehen. Entschuldigen Sie... What the fuck? Wie soll ich den denn besiegen? Ich bin noch gar nicht vorbereitet. Ach du Scheiße! Guck mal, wie krass schnell der zuschlägt. Der macht mir 5 Herzen Damage. Ich bin jetzt immer ein One-Hit-Opfer. Die ganze Zeit, während die Feen mich hier wieder auferstehen lassen. Oh, krass, so muss ich das machen? Oh, und wenn ich zu nah dran bin, macht er die Attacke. Muss ich echt die ganze Zeit so um ihn rumlaufen und immer wieder einmal versuchen zu schlagen? Ist aber echt mühsam. Ja, so funktioniert es auf jeden Fall. Boah, ich muss natürlich auch treffen. Okay. Also. Wow. Nein. Oh, krass, Alter. Okay, ich muss den Kampf ein bisschen lernen, ist ja klar, ne? Ich werde jetzt hier natürlich mit wehenden Fahnen untergehen. Hilda, ey, ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. Ich weiß nicht, die war mir zu schön. Kennt ihr das? Wenn Menschen zu schön sind, als dass es wahr sein könnte. Ich weiß nicht, die hatte einfach dieses... Ich meine, wenn das alles stimmt, was sie sagt, macht sie das ja nicht aus einem bösen Grund. Ich meine, das ist... Scheiße, Mann, man kann doch über alles reden. War... Oh ja, was soll ich denn da machen, wenn der sich auf einmal neben mich teleportiert? Ich muss auf jeden Fall... Ja. Ich muss mich auf jeden Fall ausrüsten. Also das bringt so ja nichts. Ich muss... Du hast eine Flasche? Wenn du darin eine Fee... Ist nicht dein Ernst, Ravio. Weißt du, wenn du mich verarschen willst, kannst du es auch einfach sein lassen. Die Frage ist, kann ich ihm... Ich frage mich gerade, ob es irgendwas bringt, wenn ich noch meinen Feuerstab verbessere oder so. Ach, ich wollte ja Feen. Ja, wobei ich brauchte die ja sowieso. Boah, scheiße. Und wenn wir den besiegt haben, haben wir gewonnen? Oder wie? Oder was? Oder wo? Das wäre krass, aber das könnte noch sehr schwierig werden. Ich wollte gerade sagen, ich höre eine Mai-Mai, aber es war... Es war keine Mai-Mai. Items. Ich habe eine Fee. Ja, dann nehme ich 2 Feen und 2 Tränke irgendwie. Das bringt mir dann so viel, als dass ich
mich nach jeder Fee mit einem Trank voll heilen kann und dann halt, ja, mehr habe, wie wenn ich immer, oder? Doch, weil sonst hätte ich halt zwei Feen mehr, die würden mir aber nur jeweils immer 5 Herzen bringen. So ein Trank, der macht mich wahrscheinlich ganz voll. Ich glaube, es gibt auch noch eine 5. Flasche. Ich weiß nur nicht, wo. Es wäre natürlich richtig cool, wenn ich die hätte. Apfel? Also gib gut auf dich Acht. Jetzt habe ich nicht gelesen, was sie gesagt hat, aber ist egal. Ah, scheiße. Jetzt könnte ich natürlich auch noch Herzteile suchen. Ja, natürlich, aber ganz im Ernst. Wollen wir das? Oh, ich könnte natürlich auch so ein... Oh, du hast wirklich Irene gerettet? So ist das also. Geht es ihr denn gut, da sie eine schlimme Sache verwickelt... ich kann nicht mehr so gut reden, ich bin ganz außer mir, ey. Aber wenn jemand mit einem Lächeln zurückkehren wird, dann ist es meine Irene. Du hast mir sehr geholfen, ich bin nur eine alte Hexe und kann dir nicht viel anbieten, aber... Hier, bitte trink diesen Tee aus 100% Monsterteilen voller guter Nährstoffe. Welchen Tee? Welchen Tee denn? Hallo? Kaufen. Das sind meine ganz besonderen Tränke. Nein, warum meine Tränke? Interessieren dich dann? Welchen Tee denn? Hätte die mich jetzt geheilt oder was? Aber weil ich volles Leben habe, hat das mich nicht geheilt oder wie? Oder wie, oder was, oder wo? Wie sehe, hast du 10 Monster Trinke? Oh, das kostet 60 Rubine. Oh, das ist halt die Frage, ob sich das lohnt, ne? Oh, ich weiß es nicht. Ah, soll ich denn... Das wäre natürlich... Ich würde für eine kurze Weile unverwundbar werden. Soll ich das mal ausprobieren? Ja, komm, gib mir mal. Ene, mene, Miste und Brauerei, zackalackalack, der Trank, der steht bereit. Ah, das macht dich für kurze... Das macht dich, ja. Ja, und dann brauche ich noch irgendwie... Füllt alle Herzen auf. Kann ein unangenehmes Völlegefühl verursachen? Warum? Was bedeutet das? Füllt 8 Herzen. 8 Herzen? Naja, nee, wenn dann will ich alle. Aber was bedeutet denn, dass es ein ungutes Völlegefühl verursachen kann? Ist das schlecht? Na, das ist mir gelungen. Okay, nee, da stand jetzt nichts Negatives, von daher gehe ich einfach mal davon aus, dass es auch nicht negativ ist, wenn man diesen Trank trinkt. Ah, scheiße, ey. Scheiße. Ja, dann gehe ich jetzt wieder zum Boss, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich beim Boss bin, irgendwie, und... Sag mal, hast du vom Wahrsager so eine komische Brille bekommen? Damit soll man Geister sehen können. Ob ich sie mal aufsetze oder lieber doch nicht. Ja, Irene, da kann ich dir nicht bei helfen. Es wird spannend. Irgendwie muss ich jetzt diesen Boss besiegen. Ich weiß nur noch nicht wie. Habe ich eigentlich schon alles? Ich habe noch nicht mal jetzt alle Truhen, oder? Mir fehlt auch die eine Truhe, aber da sind wahrscheinlich auch nur wieder Rubine drin oder so. Ich weiß es nicht. Ah. Ich muss den Boss irgendwie besiegen. Und ich weiß nicht wie. Und ich muss meinen Part jetzt beenden. Auch wenn ich irgendwie das Verlangen habe, dies nicht zu tun, weil ich Angst vor dem nächsten Part habe. Aber es bringt ja alles nichts. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ob ich ihn besiege, das kann ich euch nicht versprechen. Bis dann und ciao, tschüss.